bist und warst immer ein Stürmer der alten Schule. Für die Nachwuchsförderung des DFB in den 2000er Jahren völlig uninteressant. Hältst du diesen Schnitt bis zum 34. Spieltag durch, stehst du am Saisonende bei 11 Toren. Was haben Sonnenfinsternis, Drogendeals und die Karriere als Profifußballer gemeinsam? Wenn du nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, kannst du es im Grunde sowieso schon vergessen. Aber was heißt es eigentlich, als Fußballer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein? Trent Alexander-Arnold war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als Liverpools damaliger Rechtsverteidiger Nathaniel Clyne mit Verletzungspech zu kämpfen hatte. Die Tür ging auf, er ging hindurch und gab seinen Platz nie wieder zurück. Natürlich stehen die Chancen nicht schlecht, dass ein Talent wie Trent Alexander-Arnold den Durchbruch früher oder später sowieso geschafft hätte. Aber du bist nicht Trent Alexander-Arnold. Du bist 7 Jahre älter, 12 cm größer und vermutlich auch einige Kilo schwerer. Und ach ja, Engländer bist du auch nicht. Ob du mit 18 Jahren am richtigen Ort warst, ist aus heutiger Sicht schwer zu sagen. In der richtigen Zeit warst du auf jeden Fall nicht. Es war das Jahr 2009 und Pep Guardiola und Lionel Messi waren gerade dabei, der Welt zu erklären, was eigentlich ein falscher Neuner ist. Ganz ehrlich, ziemlich genau das Gegenteil von dir, denn du bist und warst immer ein Stürmer der alten Schule. Groß, nicht gerade schnell, technisch limitiert und im Strafraum zu Hause. Dummerweise damit für die Nachwuchsförderung des DFB in den 2000er Jahren völlig uninteressant. Deutschland hatte Miroslav Klose und Mario Gomez. Deutschland hatte aber auch den Irrglauben, dass es solche Spielertypen in Zukunft gar nicht mehr brauchen würde. Die Quittung gab es dafür unter anderem bei den letzten beiden großen Turnieren. Aber das soll nicht das Thema sein. Zurück zu dir. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, wärst du auf deiner Position ein Talent gewesen, wie es Trent Alexander-Arnold hinten rechts gewesen ist, wäre auch deine Karriere sicherlich anders verlaufen. Du hättest keine 139 Spiele im deutschen und im englischen Unterhaus gemacht und dafür vielleicht ein paar mehr in der Bundesliga. In die bist du vergangenen Sommer als 30-Jähriger zurückgekehrt und ehrlicherweise hat man dir nicht wirklich viel zugetraut. In deine beste Saison hast du 2012-13 gespielt. 26 Einsätze, 5 Tore. Keine Statistik, die irgendeinem Angst macht. Aber jetzt ist nicht 2012-13, jetzt ist 2021-22 und da hast du in 22 Spielen schon 7-mal getroffen. Unter anderem gleich bei deinem ersten Einsatz per Kopf. Wie auch sonst warst du gegen einen deiner Ex-Clubs zur Stelle. Es war dein erstes Bundesliga-Tor seit fast 2 Jahren. Dass es dir wirklich viel bedeutet hat, hat man anschließend im Interview bei der Sportschau gesehen. Als du erzählen willst, dass du beim Jubel Tränen in den Augen hattest, sind sie da schon wieder. Deine Stimme bricht und du brauchst ein paar Sekunden, um dich zu fangen. Während du schweigst, dröhnt im Hintergrund eines der schönsten Lieder, die jemals über eine Stadt geschrieben wurden. Natürlich war nicht jeder deiner 7 Treffer so eine emotionale Angelegenheit. Das wäre wohl auch ein bisschen zu viel des Guten. Immerhin machst du 0,42 Tore pro 90 Minuten. Mehr als jeder zweite Schuss aufs Tor von dir ist aktuell drin. Du schießt also nicht wirklich oft aufs Tor. Wenn du aber schießt, dann zappelt der Ball sehr, sehr oft im Netz. Hältst du diesen Schnitt bis zum 34. Spieltag durch, stehst du am Saisonende bei 11 Toren. 11 Tore, die gemeinsam mit deinem Einsatz und deiner Art, Fans und Mitspieler mitzureißen, dazu beitragen könnten, deinen Verein in der Klasse zu halten. Ein Verein, dem man das genau wie dir vor der Saison nicht zugetraut hätte. Einem Stürmer, dessen Karriere deiner bis hierhin sehr, sehr ähnlich war, ist das vor ein paar Jahren auch mal gelungen. Und plötzlich hat er für die Bayern und für Deutschland gespielt. Also wer weiß, vielleicht bist du Bochums Sandro Wagner. Auf jeden Fall bist du Sebastian Polter und du hast mehr Liebe verdient.